Afghanistan steht heute an einem Wendepunkt. In welche Richtung sich das Land oder der Friedensprozess entwickeln werden, ist aktuell unklar. Der militärische Abzug kam für alle Seiten überraschend. Überraschend vor allem auch, dass er bedingungslos kam. Für die afghanische Regierung heißt es jetzt, dass die Taliban stärker die politische Dynamik vorgeben. Für die Zivilgesellschaft ist jetzt offen, was das für sie, für die politischen Errungenschaften auch bedeutet und für die weitere Sicherheitslage. Für die Taliban war der Truppenabzug eine der Kernforderungen. Ihre zweite Forderung ist die politische Machtbeteiligung oder Machtübernahme in Kabul. Die Bilanz in Afghanistan fällt gemischt aus. Die größten Errungenschaften sehe ich vor allem in der Meinungsfreiheit, im Medienpluralismus und der offenen politischen Debattenkultur, die wirklich einzigartig ist im Vergleich zu den Nachbarländern. Deutlich unter den Erwartungen geblieben ist man in den Bereichen Korruptionsbekämpfung oder bei der Gewährung der Sicherheit. Mit dem militärischen Abzug wird jetzt der Fokus viel stärker auf den politischen Prozess gelegt werden müssen. Und hier ist auch das zivile Engagement auch von Deutschland stärker gefordert. Eine der Kernarbeiten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul in Afghanistan ist politische Dialogarbeit. Und politische Dialogarbeit könnte nun verstärkt für den politischen Friedensprozess gefragt sein und ausschlaggebend sein. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung.